Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu der Escapist. Eine kleine Frage, bevor der ganze Part losgeht. Habe ich in einem Let's Play jemals so viel gesprochen wie in The Escapist und auch so gehetzt? Ich glaube nicht, oder? Gut, wie dem auch sei, wir machen jetzt erstmal weiter mit den elektrischen Schraubenzieher. Nein, wir brauchen... Ah, verdammt, wir brauchen ja immer noch diesen verdammten... wie heißt das? Pappmaché-Gitter-Kram-Pla-Zeus. Und ich sehe gerade, wir können Sachen auch in unserer Kabine lagern, solange sie nicht gegen die Auflagen hier verstoßen. So, das heißt, ich lege jetzt den Kram auch einfach auf den Boden. Ob das übernommen wird im nächsten Speicherstand, ist dann die andere Frage. So, Medizinrad, das bringt mich alles nicht weiter. Wo ist der andere Händler? Der ist nicht vorhanden. Okay. Ja, bla bla bla. Die erzählen wieder was. Ein schöner Haufen Männer folgen Martin bekommen Tom und Frank. Ja, klar. Leider muss er nicht. Gut. Okay. Ah, es ist gerade ein bisschen anstrengend. Ich muss gerade im Kopf weiter planen, was ich noch mache. Weder noch, okay. Klebstoff. Okay, ich hoffe, dass er lang genug down bleibt. Was da wahrscheinlich nicht sein wird. Aber Versuch ist es wert. 7, 8, 9, 10. Hä? Wo ist der Klebstoff hin? Mich kriegst du niemals. Okay. So. Wahrscheinlich ist er inzwischen... Nein, ist noch nicht... Oh. Nein, er hat ihn... Wo ist denn der Klebstoff hin verschwunden einfach? Aber jetzt ärgert es mich wirklich. Tut mir leid. Ich mache das extra wegen den verdammten... Ist das ein Vergänger? Okay, ich mache das extra wegen den verdammten Klebstoff und dann verschwindet der einfach aus dem Nichts und wieder nichts. Das ist doch... Ha. Ärgernis. Tut mir leid. Ich finde, das ist ein Ärgernis. Okay. Wir haben noch einen Augenblick... Oh, Moment. Ich nutze die Situation schon wieder schamlos aus. Ah, die Trophäenbedingung. Der liegt auch gleich. Da, Klebstoff. Jetzt muss ich kurz noch ein paar Sekunden warten. Okay, jetzt bin ich mir relativ sicher, dass sie mich nicht mehr sehen. So, und jetzt kann ich mich nämlich verdüdeln. Gut, Geschwindigkeit und Stärke mache ich dann die nächsten 2-3 Tage. Hallihallo. So, ich hoffe, dass jetzt nicht nochmal ein paar Sachen verschwunden sind. Ah, komm. Ist das dein verdammter Ernst? Okay. Einmal Klebstoff. Einmal Klopapier. Und einmal... Pappmaché. Und das ist auch wieder... Ah, okay, ich darf nicht vergessen, wenn ich das kombiniert habe, das zweite Mal Kleber und Klopapier, muss ich das dann damit kombinieren. Ich darf mir auch jetzt gerade nichts zu Schulden kommen lassen. Dann ist auch alles tutti. BZW, ich darf halt nicht niedergestreckt werden, mit anderen Worten. Weil dann wache ich im Gefängnis Krankenzimmer auf und ja, dann ist ganz schnell Gänse. Also... Ende. Verstehst du? Ist halt ein Witz. Okay. Pfeile, das ist alles schön, aber nicht das, was ich brauche. Bräuchte noch eine Tube Kleber. So.
Oh, ich höre wieder was. Oh ja. Problem ist, dass es mitten draußen, ne? Das war der. Das war der. Ah, das sind die beiden. Das sind wie Streithähne. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie. Weiß aber noch nicht wie. An Klebstoff kommen. Hm. Ja, komm, wir machen noch eine Ladung mehr. Einfach weil es geht und einfach weil ich irgendwie das Gefühl immer habe, dass irgendwas nicht stimmt, wenn ich das nicht mache. So. Kommt doch ganz gut. So. Sag mal, warum? Der ist doch gerade rausgekommen, als es schon Ende war. Ah, komm. Lass mich in Ruhe. Oh, und der hat auch nur da Holz mit bei. Das ist doch wohl schlechter Scherz. Mann. Oh, was hat er? Hallo, was hat er? Ah, nur Seife und Look. Cool. Das heißt, ich darf jetzt doch nochmal hier herumschnüffeln, bis ich was finde. Ah, und dann ist auch noch Hofgang. Ich. Nee. Hab keinen Nerv. Komm. Warum hat keiner Klebstoff in seinen Schubladen? Ich krieg doch eine Krise. So, was brauche ich am meisten? Geschwindigkeit immer noch. Nö. Mach was anderes. Gut. So, also ich brauche einen falschen Vent. Also Lüftungsschachtgitter. Ich brauche auf jeden Fall falsche Drahtgitter. Das ist auch sicher. Ich brauche ein, zwei Schlüssel eventuell oder ne. Obwohl, wenn ich eine Schere habe, habe ich es eigentlich schon geschafft, ne? Also. YOLO. Machen wir einfach den YOLO-Kurs. Kaliumpuder, Hammer. Ah. Oh ja. Bitte hab Klebstoff. Nein, natürlich nicht. Nur eine Pfeile. So, ich war jetzt bei den Duschen lang genug drin. So. 97, das heißt noch dreimal, dann sind die ganz wieder auf 100. Den Rest muss ich auch noch machen. Okay. Ah, Halleluja. Klebstoff. Was hast du? Klebeband ist zwar schön und gut, aber brauche ich gerade nicht. Warte, was hatte der andere noch? Ja, alles gute Sachen, aber brauche ich gerade nicht. Aktuell nicht. So. Mal gucken. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, ihr wisst, das sind so die ersten Anläufe, die man ja in einem Spiel macht, wo man auch keine Ahnung drüber hat. Also keine massive. Und ich sag mal so, das Spiel soll ja auch fordern. Das habe ich schon verstanden. Aber wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, gefühlt 100 Parts brauche, nur um aus einem kleinen Gefängnis auszubrennen, dann kriegen wir, glaube ich, kleine Problematiken. So, auf jeden Fall, das brauche ich. Ich brauche mein anderes Klopapp. Und dann brauche ich das. Dann packe ich das erstmal noch hier rein.
Oh, das ist. Ja. Warte mal, ich habe ja noch ein Feuerzeug, ne? Genau. Nein. Ich wollte das Feuerzeug eigentlich hier gerne reinpacken. Genauso wie die Zahnpasta. Verdammt. Weil beides brauche ich ja nicht mitschleppen. Mitzuschleppen. So. Was bietest du jetzt an inzwischen? Okay, was Neues, aber nicht was ich brauche. Da hinten war der andere, ne? Oh Gott, sind die immer schnell unterwegs, die Leute hier. Ah, der hat noch nichts Neues. Okay. Da muss ich noch mal gucken. Auf jeden Fall Stärke. Ein, zwei Wiederholungen. Bis es sitzt. So, und hier muss ich wieder die Nintendo-Technik anwenden. Mit zwei Fingern ganz schnell links-rechts zickern. Aber von beiden Händen die Finger, ne? Grandios. So. Oh, das könnte mir nützlich sein, wenn die noch was haben. Ah, Geschwindigkeit kommt auch so langsam ran. Okay. Hey, du bist doch gerade ein Händler, ne? Stufenleiter. Stufenleiter muss ich noch herausfinden, was das bringt. Ich kann mir denken, dass das irgendwie was ist, womit man ja gewisse Höhen überbrückt. So, 67. Ja, okay. Aktuell ganz gut. Jetzt muss ich mal gucken. Mich macht das ein bisschen nervös. Abendfreizeit. Okay, ich kann natürlich gleich noch der Abendappell und dann ist Schluss für den heutigen Tag wieder. So, sag ich ja. Kurz nochmal duschen, damit ich auch ausgeruht bin, in Anführungszeichen. So. Keiner der Händler ist hier. Doch, da. Oh, beide. Nein, ich wollte eigentlich ihnen nachgucken. Ah, ist das nervig. Okay. Cool. Tinte, Tinte, Pfeile. Okay. Wenn jetzt der Ausbruch nicht klappt, eins steht fest, dann mache ich das so. Ich horte erstmal alle Items, die sowieso frei benutzbar sind. Und hole mir dann danach die Schraubenzieher-USW danach noch. Grandios, ne? Guter Plan. So. Weil das Schöne ist, den kann ich einfach, ja, aus den Fugen nehmen, ohne Probleme zu kriegen. So, jetzt mache ich das, spül das runter und pack die zwei Sachen wieder rein. Peter, wie? Nein, halt. Was mache ich denn? Habe ich hier, ich habe auch keine Kissen, verdammt. Ja, okay. So. Okay, das geht wesentlich schnell. Was? Was? Ah, Fug. Okay. Es war dicht dran, aber nicht dicht genug. Deswegen brauche ich also eine Puppe. Okay, cool. Das ist also doch auch eingebedacht worden. Fug. Okay. Alles nochmal von vorne. Und wahrscheinlich, denke ich mir ist richtig. Ja. Okay. Dann machen wir es auf die ganz harte Tour. Wahrscheinlich ist auch meine Toilette komplett geleert worden, ne? Ja. Gut. Ich sag ja, ich darf mir nichts zu Schulden kommen lassen und schon wird man durch sowas, ja. Entmutigt.
So. Nein, das ist schon zu auffällig. So. Okay, ja, ich mach ja schon. Ja. Okay, ist ja gut. Ist das jetzt so ein schlechter Scherz hier von dem Spiel? So, jetzt darf ich sowieso Intelligenz anarbeiten, weil hier ist alles wieder runtergegangen. Schöne. Blöde Sache. Okay, also wie gesagt, ich muss da echt ein bisschen System reinkriegen. Sagt sich so leicht, ich weiß. Aber es hätte ja funktionieren können, Leute. Ganz ehrlich. Gut, ich sollte mal vielleicht die Internetseite zumachen. Die bringt mich jetzt auch nicht mehr weiter. Ach, Gott schön. Okay. Muss auch immer zwischendurch nachdenken, okay. So viel zum Thema. Achso, ja. Okay, Leute. Muss mich ranhalten. Die zweite Folge ist auch schon wieder fast durch und ich. Also für die heutige Aufnahme. Und ich habe immer noch nichts gerissen dabei. Na gut. Egal, wir kriegen das hin. Elektroschraubenzieher ist ja auch dadurch weg. Alles komplett fix und weg. Okay. Verdammt mich noch eins. Mich ärgert das jetzt wirklich, weil. Das Einzige, was in meinem Plan nicht hingehauen hat, ist das mit dieser verdammten Puppe. Hätte ich die gehabt, hätte ich wahrscheinlich geschafft, denke ich mir mal. Ich hätte wirklich das erstmal vorab machen sollen. Und ich muss auch wieder neues Pappmaché besorgen, ne? Das ist auch noch so eine Sache. Komm schon, warum kriege ich denn den falsch an? Entferne, gib. Poster an Morales. Schon wieder ein Poster. Warte, was gibt's denn eigentlich noch an Craftings? Warte, ich habe mittlerweile drei Seiten. Ach komm schon, ich muss die Sachen selber sogar entdecken. Ach komm. Wie gemein ist das denn? Das heißt, ich muss sogar logisch denken. Frechheit. Gut. Ich habe mir den längsten Weg genommen, warum auch immer. Hm.
Come on. Ach, schöne Scheiße. Okay, wisst ihr was? Ich gucke erstmal, was ich in meinen Tisch habe. Ich muss echt mal hier Ordnung schaffen. Das brauche ich nicht mehr. So, Klopapier ist auf jeden Fall safe. So. Draht, Draht. Das bleibt erstmal noch drin. Das kann aber auch auf jeden Fall weg. So. Na komm, ich schmeiß mal alles hier hin. Was ich vorerst erstmal nicht benötige. Damit das alles irgendwie noch einen Sinn hat. Okay, das, 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 das. Jawohl, kann behalte ich erstmal doch noch bei. Also mit den Schlüssel, die Idee will ich immer noch nicht ganz so aufgeben. So. Jetzt will ich mal gucken, ob ich hier oben noch irgendwas finde. Komm schon. Buch. Okay, was muss ich hochpushen? Stärke wieder. Okay, Leute, und der Part ist eigentlich schon wieder in knapp 4 Minuten gelaufen und ich habe nichts erreicht, außer mein verdammtes Pult mal ganz kurz zu ordnen, damit ich weiß, okay, ich brauche das und das und das und das und dann war's das. Okay, also Reichweite. Ah, Holz, ja gut. Eigentlich sollte mir auch wieder eine Waffe vielleicht organisieren. Ah, zum Glück kann man einfach in die Küche gehen. Da ist nochmal Draht, da ist nochmal Feuerzeug. Ach komm. Ich bin ganz stark an überlegen, ob ich nicht vielleicht doch einen Guide mir selber angucke. Komm schon. Nur mal ganz kurz ein bisschen trainiert, damit ich auch da nochmal ganz klein wie. Aber ihr merkt ja, ich bin relativ flink unterwegs dadurch. Ja. Hat es gerade. Okay, 60, 68. So. Bevor es Reichweite ist. Okay, Magazin brauche ich sowieso wegen den verdammten Toaster. Was machst du? Talgpuder, Folie. Wenn es hart auf hart kommt, baue ich mir eine Spitzhacke einfach. Keine Ahnung, hört sich irgendwie am logischsten für mich an. Tut mir leid. Okay. Haben die sich jetzt da festgestackt? Also hätte ich jetzt nichts dagegen, ne? Okay. Wir sind jetzt schon bei der Abendfreizeit. Habt ihr was gemerkt? Okay, egal. Okay, komm, komm, komm. Ich will mich nicht aufregen. Ja, komm, wir nehmen nochmal Klopapier mit wegen den verdammten Pappmaschee-Ding. Das brauchen wir ja so oder so. Okay.
Warum hat keiner verdammt noch einen Klebstoff? Oder war das das, was ich meinte mit Zahnpasta? Kann man dadurch... Warte, muss ich einfach mal im Crafting versuchen. Nee. Das schon mal nicht. Und tschüss, Zahnpasta. Hoffnung und so, ne? Stirbt ja mal bekanntlich zuletzt. Okay. So. Dann mache ich das wie folgt. Das ist ein Trenn-Item. Das brauche ich noch für was anderes. Und jetzt kommt Draht, Draht, Kamm, Kamm. Das brauche ich fürs Poster. So. Okay. Stange kann ich nicht gebrauchen. So. Ah, verdammt, die Zeit ist schon wieder rum, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, das, was ich jetzt aktuell noch habe, also die Puppe, die wird wieder verschwinden, solange ich sie nicht ins Pult lege und zwischendurch mal schlafe. Deswegen, ich beeile mich. Und wenn es danach immer noch nicht im Ding mehr drin ist, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das Speichern auch nichts bringt in der Hinsicht. Nein, keine Ahnung. Ich muss dann mal gucken, woran das dann lag. So, noch einmal kurz schnell unter die Dusche, damit das zum großen Teil abgespült ist. Komm, komm, komm. Apropos Duschen, könnte ich eigentlich auch mal in ungefähr 4 Stunden machen. Ja, guten Morgen. Mitten in der Nacht nehme ich noch auf. Jetzt bin ich eigentlich ein Horst. Oh, und da sind wieder 2 da. Man hat keiner von den Klebstoff. Jedes Mal, ne? Ich hoffe immer so auf Klebstoff und dann so. Na, nö, muss nicht sein. Kann man mal, aber nö. So ungefähr. So, enttäuscht ihr mich? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Oh, und Klebstoff ist legal. Das heißt, ich kann das schon mal ansammeln. Ja, okay. Was ist denn? Was hier schon? Ich muss halt noch ein paar Sachen herausfinden, aber ansonsten ganz erfolgreiche Sache. Ne? Okay, komm. Nee. Das brauche ich jetzt echt nicht. Okay. Ah, furchtbar. Kann noch einen Gefallen machen. So, das heißt, das und das. Das und das. Das und das wechseln Plätze. Somit kommt da das hin und das kommt da hin. Damit ich weiß, okay, das ist einmal Pappmaché, da ist dann einmal Pappmaché danach. Und dann muss ich weiter gucken. So, und ich guck mal ganz kurz was nach. Höchstwahrscheinlich wird mir das wieder weggenommen. So. Beenden. So, jetzt wird Hauptmenü. Jetzt gehe ich wieder rein. Okay. Jetzt nochmal. Ach nee, das geht ja gar nicht. Okay, aber dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach in einem der nächsten Parts wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Slaus, haut rein und ciao!